Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde Europas, ich freue mich, dass Sie gekommen sind zu unserem heutigen Abend, dem in meiner Erzählung dem fünften Abend im Rahmen von Café Europa zur Identität Europas, das die Romanfabrik gemeinsam mit dem Institut Franco-Allemand de Sciences Historique et Sociale veranstaltet. Ich begrüße den Direktor Pierre Monnet, der hier unter uns weilt. Zum heutigen Thema, was in Griechenland, was ja als die Wiege Europas gilt, vorgefunden wurde, als die Griechen ihr Griechenland bauten, haben wir eingeladen Jan Assmann, der als ausgewiesener Ägyptologe und großartiger Publizist über den Exodus, über Moses den Ägypter, aber er hat auch ein Buch veröffentlicht vor knapp 10 Jahren oder etwas mehr, Weisheit und Mysterium, das Bild der Griechen von Ägypten. Also ein Fachmann auf diesem Gebiet, deswegen haben wir ihn eingeladen, weil er weiß um die Zusammenhänge, welchen regen Austausch zwischen Griechenland, dem entstehenden Griechenland und den Nachbarstaaten, den Assyrern, den Phöniziern und den Ägyptern und vielleicht noch vielen weiteren Staaten und Kulturen. Nur um ein Beispiel zu geben, das griechische Alphabet, auf dem unser Alphabet fußt, ist dem Phönizischen entlehnt und hat nur, weil das Phönizische als semitische Schrift keine Vokale kannte, noch Vokale hinzugefügt. Nur ein Beispiel, dass wir mit unserem Alphabet letztlich im Nahen Orient unsere Wurzeln haben. Jürgen Kaube an seiner Seite wird den Abend moderieren. Er ist einer der Herausgeber, der vier Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und leitet das Feuilleton der FAZ und ist nebenbei noch ein reger Publizist. Er hat publiziert über Max Weber, über den Fußball, hat ein Lob des Fußballs verfasst und ein großes kulturpolitisches Buch, kulturgeschichtliches Buch über die Anfänge von allem. Ein sehr lesenswertes Ding, man findet wirklich die Anfänge von allem, außer die Anfänge des Rats. Nun werden wir aber beginnen. Jan Assmann hält einen Vortrag, dann wird er in das Gespräch treten mit Jürgen Kaube, beziehungsweise Jürgen Kaube in ein Gespräch mit ihm. Und die letzten 15 oder vielleicht auch 20 Minuten werden wir Sie einladen, auch mit Beiträgen oder mit Fragen sich zu beteiligen an diesem Abend. Viel Spaß und viel Erfolg uns allen. Danke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Also Sie haben es gehört, mein Thema sind die Wurzeln Europas im Nahen Osten. Ja, bin ich hörbar bis hinten hin? Ich bin so furchtbar heiser, aber ich bemühe mich, hier reinzusprechen. Also die Wurzeln Europas im Nahen Osten, ich habe 6 gezählt, aber will mich auf diese Zahl jetzt nicht festlegen, können mehr sein oder weniger. Die erste Wurzel ist, was man in der Archäologie die orientalisierende Epoche nennt. Als die Griechen im 8. Jahrhundert vor Christus natürlich anfingen, eine Hochkultur mit Schrift, Dichtung, bildender Kunst, Architektur und Städtebau auszubilden, dann hatten sie keine anderen Vorbilder vor sich als die alten Hochkulturen des Nahen Ostens und deren westlichen Vorposten, die Phönizier im heutigen Libanon. Die Griechen waren sich dieser Herkunft ihrer Kultur immer bewusst. Der antike Mythos von Europa erzählt von der Tochter des phönizischen Königs Agenor, die von Zeus in Gestalt eines weißen Stieres nach Kreta entführt wurde. Der wahre Kern dieses Mythos ist das Bewusstsein, dass die europäische Kultur aus dem Orient stammt. Ein Blick auf die archaische griechische Kunst aus dem mit ihren endlosen Tierkämpfen und Sphinxen und ihrem ausgeprägt orientalisierenden Stil bestätigt diese Herkunft. Aus Phönizien stammt vor allem auch, wir haben es gerade gehört, das griechische Alphabet, das der Bruder der Europa, der Phönizier Kadmos, in Griechenland eingeführt haben soll. Und dass die Griechen Phoinikeia oder Kadmeia-Grammata nannten.
Der Name Kadmos hängt mit der semitischen Wurzel Kedem, Alt und Osten zusammen. In der Wurzel Kedem verbinden sich also die Vorstellungen von Osten und alter Zeit. Die Griechen blickten auf den Osten von Ägypten bis Anatolien als ihr Altertum, so wie wir auf Griechenland und Rom als unser Altertum blicken. Und jedes Mal geht es um 2.000 bis 3.000 Jahre zurück in der Zeit. 2.000 bis 3.000 Jahre trennen uns von Homer, vom klassischen Altertum, also von Homer bis Tacitus und weiter. Und 2.000 bis 3.000 Jahre trennen diese wiederum von den ersten Pharaonen und sumerischen Königen. Und diese abgestufte Zeittiefe ist eine Besonderheit des europäischen kulturellen Gedächtnisses. Allerdings hatten die Griechen 500 Jahre vorher schon einmal eine Hochkultur besessen. Die Erinnerung daran hat sich in vielen Mythen und Sagen, allen voran den homerischen Epen, erhalten, die über 5 Jahrhunderte einer dunklen, gedächtnislosen Zeit auf die Glanzzeit der mykenischen Kultur zurückblickten. Und diese wiederum war Konkurrent und Erbe der älteren minoischen Kultur auf Kreta, die bis auf den Anfang des 3. Jahrtausends zurückgeht. Zwischen dem 18. und dem 13. Jahrhundert vor Christus hat sich die minoische Kultur durch Handelsbeziehungen im ganzen östlichen Mittelmeerraum ausgebreitet. Sogar in Oberägypten trat kretische Keramik des 18. Jahrhunderts zutage. In Avaris im Delta stieß man auf einen Palast, der um 1520 vor Christus im minoischen Stil und minoischer Technik offenbar von minoischen Künstlern ausgemalt war. Die minoische Schrift ist immer noch nicht entziffert, nennt man linear A. Nur eins ist sicher, die Sprache war nicht griechisch. So gehört die kretische Kultur vielleicht in kultureller Hinsicht eher selbst zum Nahen Osten, als von dort beeinflusst zu sein. Und dafür hat sie aber die mykenische Kultur aufs Intensivste beeinflusst, deren Sprache griechisch war. Die Sage bewahrt eine Erinnerung an diese kulturelle Abkunft, indem sie erzählt, dass Zeus Europa nach Kreta brachte und mit ihr dort 3 Kinder zeugte. In und nach den Perserkriegen änderte sich die Semantik des Namens Europa. Und jetzt ging es nicht mehr um den Gedanken der Abkunft, Europa, die phönizische Königstochter, sondern um die beiden Nymphen Europa und Asia und das Motiv des Gegensatzes zwischen ihnen. Europa, und das hieß damals vor allem Griechenland, definierte sich im Gegensatz zu Asia, und das hieß vor allem Persien, als Freiheit versus Unfreiheit, Gesetz versus Willkür, Demokratie versus Despotie. In Zeiten des Kalten Krieges lebte diese polemische Semantik vor allem in Karl Wittfogels einflussreichem Buch über den Oriental Despotism wieder auf. Aber schon im 4. Jahrhundert vor Christus brachen konservative Athener wie Sokrates und Platon diesen Gegensatz mit seiner Zwangsalternative von Gesetz und Despotie auf, indem sie Ägypten als Beispiel einer Verbindung von Monarchie und Gesetz als einen dritten Weg herausstellten. Pharao galt ihnen als Beispiel eines dem Gesetz unterworfenen Monarchen. Und dieses Ideal hat offenbar auch Hekataios von Abdera seiner ägyptischen Geschichte zugrunde gelegt, die er für Ptolemäus I. als eine Art Fürstenspiegel geschrieben hat.
Von der sind uns Exzerpte bei Diodor erhalten. Und Diodors ägyptische Kapitel im ersten und dritten Buch seiner historischen Bibliothek dienten wiederum Jacques Benigne Bossuet als Quelle seines Discours sur l'histoire universelle von 1681, den er als Prinzenerzieher des Dauphin ebenfalls als Fürstenspiegel gedacht hat. Wir müssen also den Begriff des Nahen Ostens um Ägypten erweitern, wenn es um die Wurzeln Europas geht. Nun dürfen wir uns aber die Gegenüberstellung von Europa und Asien bzw. Griechenland und Persien nicht allzu unüberwindlich vorstellen. Immer wieder stößt man in den altgriechischen literarischen und ikonografischen Quellen auf Zeugnisse von Kooperation, Sympathie und Bewunderung. Zum Beispiel, wenn sich athenische Adlige in persischer Tracht darstellen ließen oder sich wie Xenophon zeitweilig in persische Dienste begaben. Beim Feindbild Asien ist sehr viel Propaganda im Spiel. Auch Xenophons Kyropädie ist ein Fürstenspiegel, der das Bild eines gerechten persischen Monarchen entwirft. Europa, Asia und Ägyptos waren bei aller Gegensätzlichkeit doch Teile einer gemeinsamen, auf vielfältige Weise verbundenen Welt, der östlichen Mittelmeerwelt, wie sie Herodot in seinen Historien bereist und beschrieben hat. Und in der seit dem 6. Jahrhundert vor Christus bereits Griechisch die Rolle einer Lingua Franca spielte. Die zweite Wurzel ist unter dem Stichwort Translatio Imperii bekannt. Mit dem Aufstieg Roms zur Weltmacht verschiebt sich der Schwerpunkt des Begriffs Europa nach Westen. Das römische Europa hat ganz andere Wurzeln. Es stammt nicht aus dem Osten, sondern strebt expansionistisch, kolonialistisch, imperialistisch nach Osten. Aber Rom hat seinen Troja-Mythos. Aeneas, nicht sein Gründer, aber dessen Vorfahre, ist ein Flüchtling aus Kleinasien. Viele römische Adelsgeschlechter, zum Beispiel die Julier, führen sich über Aeneas auf die Trojaner und über diese zum Beispiel auf die Göttin Venus zurück. Später haben europäische Länder wie Frankreich und England den Troja-Mythos übernommen. Aber auch in anderer Hinsicht liegen Roms Wurzeln im Osten. Das Streben nach Weltherrschaft, die Idee eines ökumenischen Imperiums, ist nach dem Prinzip der Translatio Imperii auf die Römer gekommen, als sie das Erbe des Alexanderreichs antraten, das seinerseits das Perserreich beerbt hatte. Und die Perser wiederum haben das Reich von den Babyloniern geerbt und diese haben das Erbe der Assyrer angetreten. Die Assyrer scheinen die Ersten gewesen zu sein, die diese Idee in die Welt gebracht haben. Ägypten und China waren Staaten ganz anderen Zuschnitts. Sie strebten nicht nach Weltherrschaft, sondern wähnten sich als die Mitte der geordneten Welt und hielten alles andere als Chaos draußen. Die Assyrer dagegen expandierten auf zwei Weisen, durch Handel und Krieg. Sie gründeten schon früh Handelsstationen in der ganzen damaligen Welt, bevor sie daran gingen, ihre Nachbarstaaten zu unterwerfen. Die Handelsmethode haben die Phönizier und nach deren Vorbild die Griechen von ihnen übernommen. Die kriegerische Ausdehnung und Imperiengründung dagegen ging letztlich auf die Römer über und bestimmte die europäische Geschichte bis heute. Zwar sind die europäischen kolonialistischen Imperien England, Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, die Niederlande, das Habsburgerreich verschwunden. Aber an den Folgen des europäischen Kolonialismus leiden Europa und die Welt noch immer. Die Theorie der Translatio Imperii geht auf den Propheten Daniel zurück. Das Buch Daniel besteht vorwiegend aus Visionen, von denen sich zwei auf die Translatio Imperii beziehen.
Die erste Vision ist ein Traumgesicht König Nebukadnezars, das keiner seiner Weisen und Wahrsager deuten kann. Nur Daniel schafft es durch Gottes Hilfe, den Traum zu erraten und zu deuten. Also Nebukadnezar erzählt den Traum gar nicht, den müssen die auch noch raten. Was hat er denn geträumt? Daniel schafft das. Es handelt sich um die berühmte Vision der Kolossalstatue, die aus 4 Materialien zusammengesetzt ist. Der Kopf aus Gold, die Brust aus Silber, Bauch und Hüften aus Kupfer und die Beine aus Eisen. Das Ganze stand auf Füßen aus Eisen und Ton und wurde von einem Stein zermalmt, der von irgendwoher heranrollte und lawinenartig zu einem die ganze Welt erfüllenden Berg anwuchs. Daniel deutet das Gesicht als Abfolge von 4 Weltreichen. Nebukadnezars Reich stellt das erste, das Goldene, dar. Danach kommen 3 andere Reiche von abnehmender Qualität, von denen das letzte gemischt und zerteilt ist. Das bezieht sich eindeutig auf das unter den Diadochen aufgeteilte Alexanderreich, sodass mit den 3 vorhergehenden Reichen das babylonische, medische und persische gemeint sein müssen. Der die Welt ausfüllende Berg, der alle vorhergehenden Reiche zerstört, wird als das Reich Gottes gedeutet. Aber zuletzt, heißt es, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Das zweite Traumgesicht hat Daniel selbst. Er schaut 4 Tiere, die aus dem von den 4 Winden aufgewühlten Meer aufsteigen. Ein Löwe mit Adlersflügeln, ein Bär, ein Panther und ein Tier mit 10 Hörnern, aus denen dann ein 11. ganz besonders schreckliches und gewalttätiges Horn hervorgeht. Wieder sind die 4 Reiche gemeint. Die 10 Hörner sind 10 Könige des Seleukidenreichs, das 11. aber kann sich nur auf Antiochos den 4. Epiphanes beziehen, der es, wie in den Makkabäerbüchern nachzulesen, ganz besonders schlimm getrieben hat. Er soll den Tempel entweiht, den Tempelschatz mit den heiligen Gefäßen geraubt und die Ausübung der jüdischen Religion bei Todesstrafe verboten haben. Die Weissagungen der Zukunft im Danielbuch sind so präzise, dass man seine Entstehung auf das Jahr 165 vor Christus festlegen kann. Das war in der Tat eine Zeit schwerster Unterdrückung für das jüdische Volk. Und in der Legende vom gotteslästerlichen Festmahl des Belsazar mit den heiligen Gefäßen der Juden hat man ein Porträt des Tempelschänders und Plünderers Antiochos zu erblicken. Später in der christlichen Tradition hat man diese Anspielung nicht mehr verstanden. Das 4. Tier auf das Römische Reich und das 11. Horn auf den Antichrist bezogen, dessen Auftreten dem Weltende und der Aufrichtung des Gottesreichs unmittelbar vorhergehen soll. Da man zwar das Gottesreich, aber nicht unbedingt den Antichristen und den Weltuntergang herbeisehnen konnte oder wollte, hat man versucht, das Römische Reich in Form der Konstruktion des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation so weit wie irgend möglich auszudehnen. Das Abendland bezog daher seinen wichtigsten Deutungsrahmen aus der Weltsicht des Danielbuchs, dem es versuchte, sich im letzten der 4 Reiche auf möglichst lange Sicht einzurichten. Die dritte nahöstliche Wurzel Europas sehe ich in der Apokalyptik. Die apokalyptische Perspektive auf Weltende und Weltgericht in den Visionen des Danielbuchs und in der Offenbarung Johannes war noch einflussreicher für Europa als die Lehre von der Translatio Imperii. In der Antike breitete sich das apokalyptische Fieber im ganzen Orient aus, bis hin nach China. Immer wieder wurde auch Europa von dem apokalyptischen Virus heimgesucht. Vorstellungen vom Weltende finden sich vermutlich in allen Religionen der Welt. Die Apokalyptik aber verbindet sie mit der Vorstellung des Weltgerichts.
Die Welt geht nicht zugrunde, ohne vorher einem Gericht unterzogen zu werden, das zwischen Gut und Böse, Heil und Verdammnis entscheidet. Man führt heute die Apokalyptik, also die Verbindung von Weltende und Weltgericht, auf Persien und den Zoroastrismus, also und auch auf den Manichäismus zurück, der die Vorstellung eines Endkampfs zwischen Gut und Böse kennt. Das ist diejenige nahöstliche Wurzel Europas und des Westens allgemein, die noch heute aufs Unheilvollste lebendig ist. Die US-amerikanische Rechte greift mit Bildern wie der Achse des Bösen oder Armageddon immer wieder auf den manichäischen Dualismus zurück. Vor allem aber ist der Islamismus ganz dem apokalyptischen Denken verhaftet, das in jeder Sure des Koran zum Ausdruck kommt. Die vierte nahöstliche Wurzel ist allgemeiner und für Europa als christliches Abendland noch prägender und entscheidender, das ist der Monotheismus. Auch der hat seine Wurzeln im Nahen Osten, denn er ist eine eindeutig jüdische Errungenschaft. Mit dem Judentum des Zweiten Tempels begann ein neues Zeitalter, das Zeitalter des Glaubens. Und damit der Gegensatz von Glauben und Wissen, der Europa seitdem in Atem hält, bis in die allerneueste, zweibändige, über 1700 Seiten starke Publikation des Philosophen Jürgen Habermas, Glauben und Wissen, eine abendländische Konstellation. Diesen Gegensatz kannte man bis dahin nicht, ebenso wenig wie den Begriff des Glaubens, um den es da geht. Er hängt mit einem ganz neuen Begriff von Wahrheit zusammen, die niemals erkannt, erforscht, gewusst werden kann, weil sie nicht zu der Welt gehört, in der wir erkennen, forschen und wissen, sondern die uns von außen zugekommen ist, durch Offenbarung. Ein ungeheurer Gedanke, unerhört in der damaligen Welt, die er im Zuge seiner allmählichen Durchsetzung von Grund auf verwandelt hat. Nicht Rom oder Athen, sondern der Nahe Osten hat diesen weltverwandelnden Gedanken hervorgebracht. Die geoffenbarte Wahrheit, um die es hier geht, kann nicht bewiesen, sondern nur bezeugt werden. Das bringt wohl zum ersten Mal der anonyme Prophet zur Sprache, der als Deutero Jesaja bezeichnet wird, weil seine Prophezeiung den zweiten Teil, Kapitel 14, 40 bis 53 des Jesaja-Buchs bilden. Sie sind aber mehr als 200 Jahre später, gegen Ende des babylonischen Exils, entstanden. Und dort lässt Jesaja Gott sagen: Ihr seid meine Zeugen, genestemoi martyres, spricht der Herr, und ihr seid mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr wisst und glaubt und erkennt, dass ich es bin. Vor mir war kein Gott, und so wird auch kein anderer nach mir sein. Und an einer anderen Stelle: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich's dich nicht seit langem hören lassen und dir verkündigt? Ihr seid meine Zeugen. Atem edai, martyres hymeis este. Ihr seid meine Zeugen. Ist auch ein Gott außer mir? Es ist kein Fels, ich weiß ja keinen. Und das ist eine Wahrheit, die nicht von dieser Welt ist, die Israel nur durch einen Akt der Offenbarung zugänglich wurde und an die Gott sein Volk durch die Propheten, die er ihm schickt, erinnern muss, weil sie nach den Kausalgesetzen dieser Welt nicht erforschbar und beweisbar ist. In dieser Tradition sieht sich auch Jesus von Nazareth. Man kann die Einheit und Einzigkeit Gottes lehren, das tun die Rabbiner und Theologen. Man kann sie bezeugen und das tun die Märtyrer. Aber auch der im engeren Sinne martyrologische Begriff der religiösen Zeugenschaft ist in der jüdischen Tradition verwurzelt, wenn auch diese Wurzeln nicht so weit zurückreichen wie zu Deutero Jesaja. Sie finden sich erstmals in der Zeit der Makkabäer,
als die Juden unter schwerer Unterdrückung und Verfolgung durch die Besatzungsmacht der Seleukiden zu leiden hatten. Und damit sind wir wieder beim Buch Daniel, das mit der Geschichte der drei Männer im Feuerofen den frühesten Märtyrerbericht enthält. Es nimmt auf Ereignisse des Jahres 165 vor Christus, den Höhepunkt der Verfolgung, Bezug. Die drei Männer im Feuerofen gehören natürlich in das Reich der frommen Legende, in der sich aber doch Erfahrungen der Seleukidenherrschaft verdichten. Man kann wohl davon ausgehen, dass in dieser Verfolgungszeit Juden zu Tode gebracht wurden, weil sie trotz der Verbote der Besatzungsmacht an den Gesetzen der Tora festhielten. Daniel und die Makkabäerbücher bauen diese Fälle so legendenhaft aus, um den Verfolgten Trost und Orientierung zu spenden. Diese aber bestehen in der Verheißung ewigen Lebens. Auch diese Ideen von Auferstehung und Erlösung kommen in der Makkabäerzeit auf. Und auch hierfür ist das Danielbuch der früheste Beleg. In der Situation der Verfolgung schlägt der jüdische Messianismus die Erwartung eines Heilkönigs am Ende der Geschichte in Apokalyptik, die nahe Erwartung des Weltendes, um. Das Ende der Welt ist nahe, lautet die Botschaft der Apokalyptiker. Bereitet euch vor auf die kommende Welt. Und dahin führen zwei Wege. Der geduldige Weg des Gesetzes und der sofortige Weg des Martyriums. Der Märtyrer wird unmittelbar in die kommende Welt erlöst. Und darin liegt die große Versuchung des Martyriums. Märtyrer sind Zeloten und Apokalyptiker. Das Zeitalter des Glaubens, in dem Europa bis zur Aufklärung im 18. Jahrhundert einigermaßen unangefochten gelebt hatte, hat also seinen Ursprung im antiken Judentum. Das Christentum hat den Begriff des Glaubens nicht nur in der damaligen Welt verbreitet, sondern auch noch einmal erheblich verstärkt, indem es einen völlig neuen Begriff von Glauben einführte, den Glauben an. Offenbarung, Bund und Gesetz erforderten Treue, Vertrauen und Gehorsam, Vertrauen auf, aber nicht Glauben an Gott. Jesus aber, besonders in der Form, der Paulus ihn gedeutet und verkündet hat, fordert Glauben an ihn, nämlich als Messias, Sohn Gottes, Erlöser. Um diesen neuen Begriff ausdrücken zu können, mussten die Christen den Sprachgebrauch verändern. Griechisch pistoiein und lateinisch credere wurden mit Dativ konstruiert. Jemandem glauben. Die Christen erfanden die Konstruktion pistoiein eis, credere in, glauben an. Die Missionare hatten ihre liebe Not, dafür Äquivalente in den verschiedenen Sprachen zu finden, in denen es das Evangelium zu verkünden galt. Und das ist weder griechisch noch lateinisch, sondern christlich und hat seine Wurzeln im Nahen Osten, in Judäa und Galiläa, von wo es sich über die Welt verbreitet hat. Als fünfte Wurzel würde ich die Klosterbewegung verstehen, die Europa christianisiert hat. Von Irland und Schottland aus gründeten die Mönche in Europa allein bis 700 nicht weniger als 300 Klöster. Auch die Klosterbewegung hat ihre Wurzel im Nahen Osten, in Ägypten. Von den ägyptischen Klostergründern Pachom und Chenute stammen die frühesten Klosterregeln. Nach deren Vorbild hat Benedikt von Nursia seine Klosterregel aufgesetzt und das erste Kloster auf europäischem Boden errichtet. Das Christentum hat Europa geeinigt, aber auch gespalten. So hat das sogenannte große morgenländische Schisma von 1054 Europa in Ost, griechisch-orthodox, und West-römisch-katholisch gespalten. In dieser Situation wurde 1439 in Florenz und Ferrara ein Konzil abgehalten, um im Angesicht der osmanischen Bedrohung die christliche Kirche wieder zu vereinigen.
eine griechisch-orthodoxe Delegation unter Leitung des Patriarchen von Konstantinopel war dazu angereist. Der betagte Patriarch war bei diesem Konzil am 14. Juni 1439 in Ferrara gestorben. Und sein Grabstein trägt eine Inschrift, in der er sich explizit als Europäer bekennt. Ich zitiere: Bischof der Kirche war ich und ein Weiser Europas. Hier liege ich, Josef, groß an Glauben. Das eine wünschte ich, von wunderbarer Liebe entflammt. Eine Gottesverehrung und ein Glaube für Europa. Im Angesicht der osmanischen Bedrohung kommt es zu diesem ersten neuzeitlichen Moment bewussten Europäertums. Und leider wurde nichts aus dieser Wiedervereinigung. Zu groß waren die trennenden Punkte. Das Christentum führte aber auch zu einer ganz anderen, nicht geradezu Spaltung, aber doch dualistischen Spannung. Und das ist die Unterscheidung von geistlich und weltlich, die sich auf politischer Ebene als Dualismus von Kirche und Staat, Papst und Kaiser auswirkte und kulturell in allen möglichen Formen, auf die einzugehen, hier zu weit gehen würde. Letztlich könnte man auch diese Spannung auf die vierte Wurzel, den Monotheismus, zurückführen. Sie kommt in der Bibel auf vielfältigste Weise zum Ausdruck, am deutlichsten in dem Dauerkonflikt zwischen Hof und Volk auf der einen und den Propheten mit ihrer monotheistischen Botschaft auf der anderen Seite. Sie haben es durchweg schwer. Schon Mose hat beim Auszug aus Ägypten mit dem Widerstand des Volkes zu kämpfen und wäre zweimal fast gelyncht worden. Viele seiner Nachfolger wurden mit dem Tode bedroht, ins Gefängnis geworfen. Einige und zuletzt Jesus von Nazareth sogar umgebracht. Jesus allerdings hat diesen Dauerkonflikt bekanntlich dadurch entschärft, dass er zwischen dem geistlichen und dem weltlichen Reich unterschied. Sein Reich war nicht von dieser Welt. Gebt des Kaisers, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist. Und das war der Gründungsakt des abendländischen Dualismus von Staat und Kirche, weltlicher und geistlicher Herrschaft, der die europäische Geschichte bestimmte in politischer, geistiger und religiöser Hinsicht. Ohne diese Unterscheidung von weltlich und geistlich, so hat Jakob Taubes einmal im Hinblick auf Karl Schmitts Lehren vom totalen Staat gesagt, würde uns der abendländische Atem ausgehen. Die sechste Wurzel liegt mir als Ägyptologen besonders am Herzen. Bevor ich dahin komme, muss ich aber wenigstens am Rande auf eine ganz andere Wurzel eingehen, die nicht aus dem Nahen Osten stammt, sondern aus Griechenland und Rom, die heidnische klassische Antike. Ihre Traditionen waren Architektur, Kunst und Literatur durch das ganze Mittelalter hindurch mehr oder weniger lebendig geblieben. Und man darf sich den Traditionsprozess keineswegs so dramatisch als Untergang und Wiederentdeckung vorstellen, wie die Geschichtsschreibung der Renaissance es darstellt. In den Skriptorien der byzantinischen und iroschottischen Klöster wurden neben der kirchlichen auch große Mengen heidnisch-antiker Literatur kopiert. Wirklich zum Tragen kamen diese Bestände aber doch erst im 15. Jahrhundert, als mit der Bedrohung und schließlichen Eroberung der byzantinischen Welt Flüchtlinge neue griechische Manuskripte und vor allem griechische Deutungstraditionen im Westen verbreiteten. Und das alles zündet im 15. Jahrhundert in Gestalt des Humanismus, einer europäischen Bewegung, die ihre Wurzeln in Athen und Alexandria hat. Mit diesen griechischen Quellen, die ab dem 15. Jahrhundert in vorher ganz unbekannter Fülle sprudeln, tritt nun auch die sechste Wurzel zutage. Auch wenn sie, wie die heidnische Antike überhaupt, durch das Mittelalter hindurch nie ganz verschwunden war. Und das ist die altägyptische Geisteswelt in der Spätphase ihrer Entwicklung, als einerseits die Griechen ihrer ansichtig wurden und über sie schrieben und andererseits die ägyptischen Priester Griechisch lernten und selbst zur Feder griffen.
zwei solcher Werke spätägyptischer Selbstausstellung in griechischer Sprache kamen im 15. Jahrhundert in den Westen und haben eine ungeheure Wirkung entfaltet. Das Corpus Hermeticum mit seiner Lehre von der Alleinheit und die Hieroglyphika des Horapollon mit ihrer Erklärung der Hieroglyphen als sprachunabhängiger, natürlicher Symbolschrift. Beides hat im europäischen Geistesleben eine Revolution hervorgerufen. Die Hieroglyphika lösten eine semiotische und grammatologische Debatte aus, die in Derridas Grammatologie kulminierte, und die Traktate des Corpus Hermeticum beflügelten in ganz neuer Weise die mittel- und neuplatonische Lehre vom Einen, die nun im Licht urältester Weisheit erschien. Ihr angeblicher Verfasser, Hermes Trismegistos, galt bis 1614, als Isaac Casaubon diese Texte als spätantike Machwerke und christliche Fälschungen entlarvte, als ein göttlicher Weiser und Künder von Uroffenbarungen, lange vor Bibel und Moses. Im späteren 17. Jahrhundert gelang es Ralph Cutworth, das Corpus Hermeticum zu rehabilitieren. Klar, die Texte sind spätantik, aber keine christlichen Fälschungen und zeigen nur, wie lange diese Uroffenbarungen als ägyptische Geheimtheologie im Untergrund überlebt haben und nicht, wie spät sie entstanden sind. Und daraus ergibt sich, dass Hermes Trismegistus oder die ägyptischen Priester, ich zitiere jetzt diesen Cutworth, also Hermes Trismegistus oder die ägyptischen Priester in ihrer arkanen und wahren Theologie wirklich die eine höchste und universale Gottheit anerkannten. Und dieser erste Gott, aus dem alles entstand, ist der höchste Gott der Ägypter. Zitat, sie fassten ihn als unsichtbar und verborgen auf, vor, außerhalb und unabhängig von der Welt, zugleich aber auch als die Welt. Der erste Gott oder Tohen und Topan oder das Universum waren synonyme Ausdrücke, weil die erste höchste Gottheit alle Dinge enthält und sich durch alle Dinge hin ausbreitet. Immer noch Zitat Cutworth. Für die Ägypter manifestiert oder verhüllt sich das eine, Tohen, in allem. Topan. Hen Topan. Eines ist das All, ist das Credo der ägyptischen Arkanreligion. Eine große Rolle spielt bei Cutworth auch das verschleierte Bild zu Sais mit der berühmten Inschrift »Ich bin alles, was war, ist und sein wird« und meinen Peplos oder Schleier hat kein Sterblicher aufgedeckt. Cutworth deutet den Schleier als Symbol einer Unterscheidung zwischen Außen und Innen. Zitat, etwas Äußerem und Sichtbarem und etwas Verborgenem und Erhabenem, Unsichtbaren und für Sterbliche Unfassliche. Das Verborgene eine, das sich im Abglanz des Sichtbaren manifestiert. Hier hat Lessing vermutlich sein Henkaipan her, das er als seine persönliche Devise 1780 auf die Tapete in Gleims Freundschaftstempel in Halberstadt schrieb. Der Philosoph Jacobi hatte ihn 1780 besucht und dem Goethes Gedicht Prometheus, also bedecke deinen Himmel, Zeus, zu lesen gegeben, das damals noch nicht im Druck erschienen war. Lessing war begeistert. Er sagte, die orthodoxen Begriffe der Gottheit sind nicht mehr für mich, soll er ausgerufen haben. Ich kann sie nicht genießen. Hen kai pan, ich weiß nichts anderes. Dahin geht auch dieses Gedicht und ich muss bekennen, es gefällt mir sehr. Jacobi daraufhin, da wären Sie ja mit Spinoza ziemlich einverstanden. Lessing, wenn ich mich nach jemand nennen soll, so weiß ich keinen anderen. Die Deisten und Spinozisten der Zeit blickten auf Ägypten als den Ursprung und die Heimat des Deus Sive Natura, der all einen Gottheit.
Die Kunde von Lessings Henkei Pan und sein Bekenntnis zu Spinoza verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Mendelssohn, Lessings jüdischer Freund, verlangte Aufklärung von Jacobi, denn Lessing war inzwischen gestorben. Und Jacobi antwortet ihm in Form eines Buches, das 1785 erschien, allgemein Furore machte und den sogenannten Pantheismusstreit auslöste. Und dieses Buch hat Jacobi auch seinem Freund Herder nach Weimar geschickt. Und dieser hat es seinem Freund Goethe geliehen. Und beide haben im Winter 85-86 im Hause der Frau von Stein zu dritt eine Reihe von Gesprächen darüber geführt. Herder hat sein Gedächtnisprotokoll dieser Gespräche 1787 veröffentlicht in seiner Schrift Gott. Einige Gespräche über Spinozas System. Allgemein brachte man im Anschluss an Cutworth diese pantheistische Alleinheitslehre mit Spinoza und über Spinoza hinaus mit Ägypten in Verbindung. Die natürliche Theologie, die Religion der Natur, hatte sich in Ägypten historisch nachweisen lassen und sich zugleich als die allerneueste Philosophie erwiesen. Warburton, Toland und andere bereiteten diese bahnbrechenden Entdeckungen für das 18. Jahrhundert auf. Lessing und Schiller, Herder und Goethe, Reinhold und Kant nahmen den Ball auf und verwandelten einen gelehrten Diskurs in eine zeitbestimmende Strömung. Das ist die sechste Wurzel Europas und sie stammt aus Ägypten. Früher hielt man das für eine zunächst griechische und dann humanistische und romantische Fantasie. Das hat sich seit einigen Jahren geändert. Tatsächlich gibt es in Ägypten die Vorstellung eines höchsten Gottes, aus dem alles entstanden ist, während er selbst, wie es heißt, von selbst entstand. Und das ist in Ägypten die Bezeichnung des einen, der sich, wie eine andere Formel lautet, zu Millionen macht. Das heißt, er aus sich der sich zur Allheit der Dinge entfaltet. In Ägypten treten derartige pantheistische Aussagen ab dem 13. Jahrhundert vor Christus auf, offenbar in Reaktion auf den radikalen, exklusiven Monotheismus des Echnaton von Amarna. Und sie kommen noch in spätesten Inschriften der griechisch-römischen Zeit vor. Kein Wunder, dass die griechischen Texte, wie etwa Plutarchs Schrift über Isis und Osiris, vieles von dieser spätägyptischen Theologie aufgenommen haben. Und weil die alte ägyptische Kultur aufgrund ihres hieroglyphischen Schriftsystems, das die Griechen für eine Geheimschrift hielten, im Ruf der Esoterik stand, hielt man auch diese Theologie für eine Geheimlehre. Das alles ist vielleicht allzu viel und zu kurz. Mit diesen sechs Wurzeln möchte ich sie also daher noch einmal rekapitulieren. Die erste Wurzel ist die Verwurzelung der altgriechischen Kultur in den Kulturen des alten Orients. Aus denen haben die alten Griechen aber dann alsbald etwas völlig Eigenes gemacht, was dann zur hauptsächlichen Wurzel Europas wurde. Da war nicht mehr viel Nahöstliches dabei. Die zweite Wurzel ist die Abkunft des römischen Imperialismus von Assyrien über Babylonien, Persien, das Alexanderreich, sein Nachfolger, also die Translatio Imperii. Als dritte Wurzel hatte ich die Apokalyptik angeführt, die Vorstellung von Weltende und Weltgericht, die eng mit der Translatio Imperii zusammenhängt und ihren Ursprung in Persien hat. Und das hängt natürlich aufs Engste mit dem Monotheismus zusammen, der ebenfalls aus dem Nahen Osten stammt und die vierte Wurzel darstellt. Als fünfte Wurzel gilt mir die Klosterbewegung, die Europa christianisiert hat und die vom christlichen Ägypten ausging. Die sechste Wurzel geht in meinen Augen wirklich aufs alte Ägypten zurück. Und das ist die Lehre von der Alleinheit, die die Welt nicht von Gott geschaffen, sondern aus Gott entstanden sein lässt. Vielen Dank.
Vielleicht als eine erste Frage zu dem, was Sie vorgetragen haben. Bevor wir vielleicht zu den einzelnen Wurzeln kommen, die haben ja etwas gemeinsam, so unterschiedlich sie ja sind, Apokalyptik, Alleinheitslehre, das kann man auf den ersten Blick, ist gar nicht einfach, das zusammenzubringen. Aber sie haben ja etwas gemeinsam, das sind alles eigentlich doch mehr oder weniger geistige Wurzeln, die Sie geschildert haben. Also Sie haben es eigentlich, oder ich habe etwas verpasst, Europa doch primär als eine merkwürdige Fusion von Weltsichten geschildert. Ja. Man könnte ja im selben Gebiet des Orients bleibend sagen, Europa ist auch eine merkwürdige Fusion von kulturellen Techniken, die auch unabhängig voneinander entstanden sind, aber alle im Mittelmeerraum, also Techniken der Landwirtschaft, die griechische Mathematik, das römische Recht, Mesopotamien würde eine große Rolle spielen in dem Zusammenhang. Ja. Wie verhält sich das zueinander? Ja, Sie haben völlig recht. Ich bin halt hoffnungslos Ideengeschichtler. Und es ist kein Einwand. Oder? Nein, Sie haben völlig recht. Also ganz klar, also die Schrift ist eine Kulturtechnik, eine Praxis. Der Imperialismus, wie sagen es auch, eine Praxis. Aber das Recht, das Recht kommt ganz klar aus Mesopotamien. Da haben wir diese Kodizes, also den Kodex Hammurabi und so weiter. Und diese mesopotamischen Rechtsbücher haben einerseits die Tora intensiv beeinflusst und andererseits natürlich auch die Urformen des römischen Rechts. Und was nun, sagen wir, wenn wir das als eine Kulturtechnik nehmen, das Recht, hat es natürlich auch in Ägypten gegeben. Und in Griechenland gibt es also Solon und Lykurg und Drakon und diese verschiedenen Formen von Rechtskodifizierung. Der entscheidende Schritt ist die Verschriftung und Publikation des Rechts als bindendes Recht. Das hat es in Mesopotamien nicht gegeben. Also dort gibt es eine Rechtsliteratur, das sind diese Kodizes, die ein Recht kodifizieren, also Codex Ishnunna und so weiter. Also die ein Recht, ein geltendes Recht kodifizieren, aber nicht in der Absicht, dass das nun immer gelten soll, sondern in der Absicht, dass das als eine Rechtsliteratur, als Anregung und Vorbild für weitere Rechtsprechung gelten soll. Und der erste Akt einer Rechtskodifikation, die nun sozusagen für immer gelten soll, ist die Tora. Also ein Recht, das von Gott erlassen, von Gott sanktioniert wird und insofern jeder Veränderung enthoben ist. Das ist etwas völlig Neues, also revolutionär. Das hat dann natürlich auch, als das Christentum als Staatsreligion in Rom wurde, natürlich also ganz stark den Codex Justinianus und so weiter beeinflusst, beflügelt. Aber Sie haben vollkommen recht, das ist eine kulturelle Technik, die stammt aus dem Nahen Osten, ursprünglich aus Mesopotamien, mit der entscheidenden Transformation in Judäa, dass das Gottesrecht wird und dadurch jeder Veränderung entzogen. Das ist, in Mesopotamien hat jeder neue König als Rechtssouverän zunächst einmal das Recht aufgehoben, alle möglichen Amnestien erlassen, die Gefangenen freigelassen und sein eigenes Recht erlassen. So war es auch in Ägypten. Das Recht wurde ständig erneuert. Und das nun
die Idee eines unerneuerbaren, immer gültigen Rechts niedergeschrieben werden soll. Das ist eine, gehört als auch zu diesen frühjüdischen Errungenschaften. Und dann natürlich der Kult. Also vieles, was ich da genannt habe, ist Ideengeschichte. Und man kann sich fragen, ja, hat denn das irgendwelche wirklich praktisch kultischen Wurzeln oder Fundamente? Und was nun diesen Pantheismus angeht, den ich da zuletzt, diese Lehre von der Alleinheit erwähnte, da kann man auf die Geheimgesellschaften des 18. Jahrhunderts verweisen. Die haben das praktiziert. Die haben da also wirklich ein Rituale und Kulte entwickelt. Und sagen wir so, eine Oper für die Zauberflöte, die basiert auf diesen Ideen. Also die Mysterien der Isis, ja, in die man da eingeweiht wird, Tamino und Pamina. Und das spiegelt wiederum die Einweihungsrituale der Freimaurer, besonders der Illuminaten wieder. Also das wurde versucht, auch wirklich praktisch, kultisch umzusetzen. Und nicht nur in der Form von Ritualen, sondern natürlich auch in der Form von praktischer Wohltätigkeit. Auch die Kunst wurde in den Dienst dieser, sagen wir mal, gesellschaftsverändernden und veredelnden Wirkung gestellt. Man könnte also alle diese sechs und sicher noch viele andere Wurzeln auf ihre praktischen Konsequenzen hin befragen. Das könnten wir jetzt durchspielen, aber. Ja, was mir bei dem Pantheismus, wie Sie ihn dargestellt haben, auffiel und was man vielleicht für die anderen Wurzeln auch generalisieren kann, ist ja einerseits, dass manche dieser Autoren, die das verwenden, also Sie hatten Lessing genannt und Spinoza und die deutschen Idealisten, die sich dann im Tübinger Stift, das ja sozusagen gegenseitig in die Stammbücher schreiben, dieses Henkeitbahn, die selbst haben ja gar nicht viel mit Ägypten zu tun. Das heißt, die nehmen das, also Ägypten schneidet bei Hegel nicht wirklich gut ab, sagen wir es mal so. Aber daran finde ich es wichtig, dass Europa ein erstaunlicher Akt von Dekontextualisierung ist. Also es wird etwas erfunden irgendwo und man nimmt es und aber jetzt nicht in Pietät zu seinen Ursprüngen, sondern man nimmt es einfach und verschraubt es, wenn ich das so etwas salopp sagen kann, mit anderen Dingen, die man gerade hat. Also es ist wie soll man sagen, Europa ist ein großes Durcheinander. Also es ist keine sehr konsistente Angelegenheit. Also wir könnten das jetzt leicht demonstrieren, indem man sagt, wie kann denn in einem All-Einen eine Apokalypse stattfinden? Weil Sie hatten das beschrieben, eine Apokalypse, das ist ja eine dualistische Struktur. Das ist eine dualistische Struktur und das Henkeipan ist ja geradezu gedacht gegen Dualismen. Das ist ja gerade so, Dualismen sind absolut. So. Absolut. Und das ist sehr, also das ist so geistgeschichtlich sehr auffällig an Europa, dass es in einer gewissen Weise erst einmal eine Denksportaufgabe ist für alle, die sich es anschauen, nämlich zu sagen, ihr seid Apokalyptiker und Griechen und Christen und Ägypter. Ja. Hegel behandelt Jesus als Kantianer. Und man sagt, sehr interessant. Also man möchte fast sagen, ich will nicht stören. Man könnte ja sagen, das ist also ein Reiz dieses europäischen Projekts. Das ist auf so widersprüchlichen Wurzeln beruht. Sie haben vollkommen recht. Also diese Idee der Alleinheit und die Idee der Apokalyptik sind radikal entgegengesetzt. Und das ist ja auch ganz schön, dass es zu jedem Gift ein Gegengift gibt. Also ich empfinde das eher als Reiz, muss ich sagen.
dass Europa auf so vielfältigen und so widersprüchlichen Wurzeln basiert. Also man kann da nicht sagen, geht zurück zu euren Wurzeln und dann wisst ihr, wer ihr seid. Ja. Das, also ich habe das also sehr stark, das alles beruht sehr stark auf meiner Begegnung mit Jakob Taubes. Und Jakob Taubes war ein wirklich in der Wolle gefärbter Apokalyptiker. Und genauso bin ich ein in der Wolle gefärbter, ja, ich will jetzt nicht sagen Pantheist, aber diese Lehre der Alleinheit, die steht mir sehr nahe, wie mir halt auch die entsprechenden Autoren, also Lessing, Herder, Goethe, Schiller, nahestehen. Das ist sozusagen die geistige Welt, in der ich aufgewachsen bin. Und so habe ich mich vor dieser Apokalyptik von Jakob Taubes immer so ein bisschen gegraust. Habe das eben auch in meinem Buch Moses der Ägypter versucht, einmal klarzukriegen, wo kommt das her? Wo kommt diese spinozistische Linie in unserem Denken her? Denn Spinoza war ja nun schließlich auch Jude wie Jakob Taubes. Also das ist ja irgendwie, hängt das doch zusammen. Und ich meine, die Kabbala kann man auch als so eine Alleinheitslehre deuten. Also leider ist Jakob Taubes dann ja sehr bald gestorben. Wir haben uns also nie so richtig darüber austauschen können. Und seine apokalyptische Herausforderung, die hat bei mir auch Jahre gebraucht, aber wirklich so durch meine ägyptologische Verbildung hindurchzuschlagen. Ja, als Ägyptologe ist man ja doch, sagen wir mal, zunächst sehr positivistisch eingeschränkt, so fixiert. Und aber da ist mir dieser Gegensatz ganz bewusst geworden. Und ich finde das an sich nicht schlecht. Ich finde das nicht schlecht, dass Europa so widersprüchlich programmiert ist. Wenn man jetzt eben auf den Orient und auf Amerika blickt, ist man doch froh, dass uns der abendländische Atem eben gerade in diesen Widersprüchen, also Taubes sprach davon weltlich und geistlich, und da gibt es eben auch noch viele andere, und einer dieser Widersprüche ist eben der zwischen Apokalyptik, Weltuntergang und Weltbeheimatung. Ja, das ist diese ägyptische Lehre. Doch irgendwie wichtig, dass es diese Widersprüche gibt. Ich habe das jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben. Und es ist ja sehr interessant, dass Herder auf der einen Seite ja ein hoher Kirchenbeamter war, er war Superintendent in Weimar. Er musste da jeden Sonntag in der Kirche, in der Stadtkirche von Weimar predigen. Er musste natürlich jetzt, weil ich will nicht die Apokalypse, aber doch immerhin, also wenn auch die entsprechenden Passagen des Matthäus-Evangeliums bilden ja Lesungen im Gottesdienst, die sind vorgeschrieben, über die muss man predigen. Das hat also Herder geschafft, ja. Und ich habe ja, habe ich Ihnen vorhin erzählt, ich habe gerade ein Buch über die Missa Solemnis von Beethoven geschrieben. Und während Beethoven an der Missa Solemnis arbeitete, und er arbeitete immerhin fast 5 Jahre dran, also er fing 1819 an und gab das Ganze dann 1823 ab, während dieser Zeit und bis an sein Lebensende hat er sich ein Blatt Papier unter Glas rahmen lassen und auf den Schreibtisch gestellt. Und auf diesem Blatt hatte er sich 3 Kernsätze aus Schillers Essay Die Sendung Moses abgeschrieben. Und in Schillers Essay geht es darum, dass Moses natürlich in Ägypten war und in die ägyptischen Mysterien eingeweiht. Und da hat Moses diese alleine Gottheit, ja, kennengelernt. Und Schiller zitiert da so ein paar Kernsätze dieses ägyptischen, des Credos, der ägyptischen Geheim,
Geheimtheologie. Das eine ist eben dieses, ich bin alles, was ist, war und sein wird und kein Sterblich, hat meinen Schleier gelüftet, die verschleierte Milze saß. Hatte ja auch diese Ballade dann später drüber geschrieben. Der andere, etwas apokryphe Satz, heißt einfach nur, ich bin alles, was ist. Das hat Voltaire schon verwechselt, das ist natürlich eine Kurzfassung dieser saitischen Inschrift und nichts anderes. Und dann aber, der dritte Satz, stammt aus einem sogenannten orphischen Hymnos. Und da heißt es, er ist einzig aus sich selbst allein. Und diesem einen sind alle Dinge ihr Dasein schuldig. Also diese drei Sätze schrieb sich Beethoven ab. Und das Blatt, und ich meine, dass er sowas exerpiert, das ist kein Wunder und das hat nichts zu besagen. Aber dass er dieses Blatt dann unter Glas rahmen lässt, ja, und sich auf den Schreibtisch stellt. Und während er an der Missa Solemnis arbeitet, hat er das die ganze Zeit vor Augen. Also, das ist natürlich der Gott der Philosophen, dem Beethoven im Grunde auch anhang, aber er hat es geschafft, den Text des den Text der Messe, das Ordinarium, ja, zu vertonen, und zwar mit ungeheuer viel Herzblut zu vertonen. Das ist ja sicher die leidenschaftlichste Messe, die jemals entstanden ist in Musik. Also, die haben das geschafft. Jacobi, der ja diesen Spinoza in seinem Büchlein da eigentlich widerlegen, aber im Grunde nur aufs Podest gehoben hatte. Jacobi sprach immer von einem Salto Mortale, den er innerlich vollziehen muss. Und also diese Jahrzehnte, die leben in der Spannung zwischen diesen beiden, also jetzt nicht zwischen Apokalyptik, aber doch immerhin zwischen einem persönlichen Gott und Glauben und Treue und so weiter auf der einen Seite und diesem All-Einen auf der anderen Seite und haben das verarbeitet, diese Spannung, und ausgedrückt. Also das, in Beethovens Missa Solemnis scheint mir das auch irgendwie ausgedrückt zu sein, diese Spannung. Darf ich noch mal ganz kurz auf diese Ursprung dieser apokalyptischen Vorstellung kommen. Es ist ja doch eine Merkwürdigkeit, gerade wenn man Jakob Taubes vor Augen hat, so wie er geredet hat. Und es ist ja eine merkwürdige Spannung dazwischen, dass die Johannesapokalypse von einem Anti-Paulus-Autor geschrieben ist. Also dass man sagt, man hat eigentlich in den Schriften des Neuen Testaments eine apokalyptische Dimension, und die wird ausgerechnet von jemandem vertreten, der eigentlich sagt, wir müssen beim jüdischen Gesetz bleiben und den ganzen Gemeinden die Apokalypse sagt, jetzt kommt etwas ganz Schreckliches. Warum? Weil ihr habt das Fleisch gegessen, das Opferfleisch der Römer gegessen und so weiter und so fort. Ja. Johannes ist ja ein Anti-Paul. Paulus hat ein Verbreitungsprogramm. Und er hat auch ein Verbreitungsprogramm, weil, ja, unter anderem dessen, weil die Aussage, manche von euch werden den Tod nicht schmecken, bis ich wiederkomme, sich empirisch, die musste relativiert werden. Also muss man sagen, das kann nicht die Pointe sein. Ja. Ja. Sodass man sagen kann, selbst innerhalb der einzelnen Traditionen, die jetzt nochmal anders sind als eine griechische oder eine ägyptisch motivierte, pantheistische, selbst innerhalb der Traditionen, gab es immer wieder, ich sag mal, Intellektuelle oder so, die geradezu frenetisch nach Widersprüchen suchten. Also die sagten, ja, wir haben hier einen Text, aber was sagt der Text eigentlich? Sagt er nicht Gegensätzliches? Und letztlich geht das ja bis in das eine Folge des Pantheismusstreits, ist ja sozusagen das Programm der Philosoph zu sagen, wir müssen eigentlich diese Alleinheit, die uns das Denken sozusagen nahelegt. Spinoza war ja sozusagen jemand, der das, wenn man so will, durch Vernunft gezeigt hat, dass man gar nichts anderes denken kann als so etwas, müssen wir verbinden mit, wie soll ich sagen, Freiheitsimpulsen.
Das gab, das darf keine statische, was ja dann oft Ägypten zugeschrieben wurde, das darf keine statische Einheit sein, sondern die, diese Einheit muss sich mit Geschichte verbinden lassen. Diese Einheit muss einen, ja, die hat ein Narrativ. Die ist nicht von vornherein da. Die entwickelt sich, sodass ich den Eindruck habe, also das ist etwas spezifisch Europäisches, diese vielleicht für andere Kulturen fast nervende Insistenz auf Widersprüchen und zu sagen, das, wie kriegen wir das jetzt zusammen? Uns scheint das eine in dieser Hinsicht plausibel und in der anderen, das Gegenteil überzeugt uns aber auch. Und, ja, genau, genau. Ja, das ist doch großartig. Ja, ja, das ist ein schönes Fazit eigentlich dessen, was ich sagen wollte. Ja, an diesen Widersprüchen arbeiten wir uns ab und haben in dieser Abarbeitung ja doch vieles zur Sprache gebracht. Ja, wie würden Sie denn sagen, wenn wir heute, vielleicht das als letzte Frage, bevor wir in den Saal hineingeben, wie würden Sie denn das verbinden, oder gibt es eine Verbindung zu dem, was heute ja, wenn über Europa gesprochen wird, dann wird vielleicht auch ein bisschen über Kultur gesprochen oder vielleicht auch Recht oder so. Aber es wird ja sehr viel über Politik gesprochen. Man würde sagen, Europa, das ist ein politisches Substantiv geworden. Und da ja auch wieder mit der interessanten Kombination aus, also es ist eigentlich dieselbe Struktur nochmal, dass man sagt, die Produktivität Europas, das waren zum Teil das die Konflikte zwischen den Nationen. Das ist ja eine für Wirtschaftshistoriker eine sehr naheliegende These zu sagen, also es gab immer Konkurrenzen, weil es so viele waren, weil es kein Reich war, konnte es auch nicht erstarren wie ein Reich. Ja. Die ganzen Millionen Toten stehen dann auf der Sollseite des Ganzen. Aber es war immer eine Konkurrenz, es war immer eine Expansion, eine Dynamik, ein sich ablösen von, Sie hatten die Kolonialismen angesprochen, die ja auch eine Sequenz bilden, dass man dann sagt, die Spanier und Portugiesen und dann die Holländer und dann die Engländer irgendwann und so. Und gleichzeitig eben politisch jetzt irgendwie so ein Projekt, das Gemeinsames in den Vordergrund stellt. Wie verhält sich die Geschichte, die Sie erzählen, politisch? Apokalypse bei Taubes war eindeutig ein politisches Projekt. Ich meine, es war jemand, der einfach fast wie das Pferd von Jacques dem Fatalisten, das immer ausbricht und zu einem, wenn es einen Galgen sieht, dann läuft es immer zu dem Galgen. So lief ja Taubes praktisch, wenn er irgendwo eine Revolution sah, dann lief er ja dahin. Ne? Ja, also darüber hat ja nun meine Frau ein Buch geschrieben, nicht? Der europäische Traum. Und da geht es ja darum, also leider, meine Frau geht ja nun nicht zurück bis zu den alten Sumerern und so weiter wie ich, sondern das sind ja Sie schon. Ja. Wir teilen uns ein bisschen die Arbeit. Also sie geht zurück bis zum Jahr 45 und listet die Lehren auf, die wir aus der Katastrophe gezogen haben. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Das sind ganz andere Wurzeln des neuen Europas. Nicht? Das ist also die Friedenslehre, die Freiheits-, die Demokratie, die Menschenrechte, ganz besonders die Menschenrechte. Also Europa, das sich imaginiert, deswegen Traum, das sich imaginiert, aber Nationen sind ja imagined communities, als der Raum, in dem die Demokratie und die Menschenrechte und noch verschiedenes andere, was ich jetzt nicht so zusammenkriege, verwirklicht werden. Das ist der europäische Traum. Das hat jetzt also gar nichts zu tun mit Alleinheit und Apokalypse und so weiter. Sondern das ist einfach, hier entsteht ein Gemeinwesen in all seiner Widersprüchlichkeit und so weiter, das die Lehren aus der Geschichte gezogen hat. Und zwar die Geschichte
der Kriege, der Katastrophen des Ersten Weltkriegs, des Zweiten Weltkriegs. Und da muss man gar nicht weiter zurückgehen. Also so würde ich das auch sehen, dass wir in Europa etwas wirklich Neues unternehmen. Und das ist natürlich von zwei Seiten gefährdet. Auf der einen Seite ist es gefährdet von den Populisten. Das sind ja die Feinde Europas. Die wollen Europa eigentlich kaputt machen. Denen geht es darum, diese Einheit wieder in Nationen aufzubrechen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, merkwürdigerweise, sind das genau entgegengesetzt Intellektuelle, die nun die Nationen abschaffen wollen. Ja? Und Europa im Sinne der Vereinigten Staaten von Europa ohne Nationen, also die Gemeinschaft von politisch völlig herabgestufter Regionen nun imaginieren, also Robert Menasse und andere. Die europäische Idee wird von zwei Seiten gewissermaßen angegriffen, vor allen Dingen unter den Intellektuellen. Also da gilt es eigentlich als uncool, das, was wir so machen, dass wir jetzt die Europa-Idee hochhalten und sagen, dass das ist uncool. Ja, cool ist, das zu kritisieren. Ach, und die Menschenrechte. Also, das ist auch so eine westliche Erfindung. Also alles wird intellektuell bemäkelt. Aber das, wie gesagt, ist genau das, wogegen also Alaida und ich so ein bisschen ankämpfen. Ich mit meinen Wurzeln natürlich. Diese Wurzelbehandlung, die kann da wenig ausrichten. Aber das heißt gar nicht, dass wir also unbedingt alle Kräfte darauf konzentrieren müssen, dass das gelingt, diese europäische Einigung, die eben eine Sache von Frieden und Demokratie und Freiheit und Menschenrecht ist. Daran müssen wir festhalten. Davon war nun gar nicht die Rede. Also die Menschenrechte sind keine nahe östliche Wurzel Europas. Das war halt nur mein Thema. Ja. Ist ein bisschen, aber ich will das jetzt nicht verlängern, ist ein bisschen eine Frage, wie stark man das Gewicht des Christentums einschätzt, also im Sinne der jedenfalls des christlichen Ideals. Ja, nicht immer die Praxis stimmte da nicht immer mit überein, aber im Grunde genommen die Zuschreibung von Individualität an jedermann. Ja. Die letztlich die Einklammerung von allzu starken Schichtungsbehauptungen, so würde ich soziologisch ausdrücken, also dass man sagt, ja, also gut, ihr seid Aristokraten, aber so viel dürft ihr euch auch nicht drauf einbilden. Das ist ein bisschen dieses geistlich-weltlich von dem Taubes, dass man sagt, also es gibt immer eine Relativierung. Also Gott ist ein großer Relativierer von allem anderen. So, das wäre auch paulinisch. So. Also da könnte man sagen, das sind noch nicht die Menschenrechte, natürlich nicht, aber das ist ein bisschen wie soll man sagen, es gibt in bestimmten Geschichtsphilosophien gibt's die Neigung zu sagen, das ist die letzte große Epoche. Ja? Seine Vorlesung über die Ästhetik, sagt Hegel, wir befinden uns in der romantischen Kunstproduktion. Wann hat die begonnen? Die hat mit Christus begonnen. Die Gegenwart beginnt im Jahr 38. So. Das ist ein bisschen spekulativ. Und es gab 38 noch keine Telefone und keine Zentralbanken und alles. Es kommt schon noch vieles dazu. wenn wir schon in solchen Großzuschreibungen sind, könnte man sagen, so ganz ohne, also so, das ist nicht 45 aus dem Nichts gekommen, sondern gut. Das, gut. Da würde ich halt auch sagen, also da kann man, und diese christliche Wurzel, die kann man unbedingt nach Ägypten verlängern. Darüber habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Maat. Das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Also, wenn Sie Fragen zu Ägypten, Apokalypse und Griechen haben, dann. Hier ist ein transportables Mikrofon. Wer immer einen Kommentar hat oder eine Frage hat, möge sich melden.
Das scheint im Moment gerade nicht der Fall zu sein. Herr Aßmann, Sie haben eben von Ihrer Frau Aleida Aßmann gesprochen und dem Traum Europa. Ist das nicht so etwas wie ein Postulat im kantianischen Sinne, dass es auch einen Gott geben möge, weil ansonsten alles nichts zusammenhängt, dass es ein Europa geben möge, was wir als Vision vor uns hertragen, damit wir in einem Spannungsfeld stehen, das uns leitet? Richtig. Ja, also diese Dinge sind alle, stehen, sagen wir mal, unter dem Zeichen des Als Ob, im Zeichen einer wirksamen Fiktion, Kant würde sagen, einer regulativen Idee. Also einer Fiktion, die uns orientiert, das sind Dinge, die muss man verwirklichen, sie sind nicht einfach wirklich, sie sind nicht einfach da, man kann nicht darauf verweisen, ja, da ist es doch, sondern man muss es in die Welt bringen, da gebe ich Ihnen völlig recht. Deswegen sagt sich ja auch der europäische Traum. Das ist im Gegensatz zum amerikanischen Traum, das heißt auch nicht nur im Gegensatz, sondern in Parallele gesetzt. Von da hat sie den Begriff, der amerikanische Traum ist, dass jeder es zu etwas bringen kann. Also auch ein Tellerwäscher kann zum Millionär aufsteigen. Das ist dieser kapitalistische Ellbogen-Mythos. Wenn man sich anstrengt, dann kommt man ganz nach oben, auf Kosten anderer. Das ist aber nicht mitgedacht. Und der europäische Traum ist eben, dass man die Lehren aus der Geschichte zieht und etwas verwirklicht, was im Sinne einer wirksamen und einer notwendigen Fiktion, ja, unbedingt unverzichtbar in die Welt kommen muss. Also das hat starke fiktive Elemente, gebe ich Ihnen völlig recht, wie überhaupt die Religion und wie überhaupt die Politik, natürlich Imagined Communities, ja, das beruht auf Ideen, die verwirklicht werden wollen und nicht auf Fakten. Ich habe versucht, mit einer Frage eine Brücke zu bilden zu Ihnen. Jetzt bin ich nicht unbedingt am Ende der Brücke, aber ich würde Ihnen doch gerne das Wort geben. Ja, Sie? Ich finde es eine interessante Frage. Sie haben gerade gesagt, also das Gegenbild ist der amerikanische Traum. Nun muss man ja sagen, die Amerikaner sind ja nicht, die kommen ja von irgendwo her. Also das ist ja nun selbst wiederum ein religiöses und zugleich praktisches Projekt gewesen, also Auswanderung protestantischer Sektenmitglieder, die, wenn man so will, das, was Sie gerade mit dem Ellenbogen beschrieben haben, eine gewisse Härte gegen sich selbst und den Rest, ja, religiös mitbrachten. Das ist ja selbst nicht allein die Mentalität einer landerobernden Handwerker- und Kaufmannsgemeinschaft, sondern das ist natürlich auch eine Ausprägung einer bestimmten Form des Protestantismus. Natürlich, die Pilgrim Fathers, das waren Puritaner, die aus England ausgewandert sind, weil sie mit der Restauration, der anglikanischen Kirche und so weiter nicht zurechtkamen. Völlig richtig. Und die haben sich ja auch als neues Israel imaginiert und ihre Auswanderung als einen neuen Exodus und haben gedacht, dass sie in Amerika ein ideales Jerusalem entwickelt. Da stecken ganz starke religiöse Ideen darin. Das ist merkwürdig, dass das gar nicht, sagen wir mal, jemals als amerikanischer Traum bezeichnet wurde. Auch die Declaration of Independence, das ist ja nur die erste Erklärung der Menschenrechte.
und Pursuit of Happiness und so weiter. Also eine völlig säkulare politische Grundlage eines Staates. Und aus den Ideen geboren, 1776, aus den Ideen natürlich, die in den Logen der Freimaurer entwickelt wurden. Und im selben Jahr, als Adam Weishaupt den Illuminatenorden gründete, und das alles basiert auf einer Schrift von Christoph Meiners über die ägyptischen Mysterien. Also da steckt so viel Fantasie drin. Und das hat man nicht. Also diese Declaration of Independence, diese inalienable truths, ja, die da verkündet werden, die wurden nie als amerikanischer Traum bezeichnet. Unter amerikanischem Traum, das ist halt viel später, versteht man dieses from rags to riches, nicht? Dieses jeder kann zu was bringen, wer sich nur anstrengt und seine Konkurrenten aus dem Felde schlägt. Und aber das muss man sagen, dass Amerika, also die Vereinigten Staaten, wirklich das erste politische Projekt einer Verwirklichung der Menschenrechte, Freiheit und Menschenrechte, also das, was jetzt den europäischen Traum ausmacht, das hatten damals im 18. Jahrhundert nicht, die Amerikaner auf ihre Fahnen geschrieben und im 17. Jahrhundert die Pilgrim Fathers sich als das neue Israel imaginiert. Und natürlich auch auf der Basis der Tora und ihrer Menschenrechte. Da geht es ja auch um, das ist ja eine soziale Gesetzgebung, die für die Armen und so weiter. Also, Sie haben vollkommen recht, es hat also intensive christliche Wurzeln. Und ich habe ja ein Buch über Ma'at geschrieben, das ist also die ägyptische Idee der Gerechtigkeit, und gezeigt, wie intensive ägyptische Wurzeln das nun wieder hat. Obwohl man da natürlich nicht von Menschenrechten sprechen kann, da kommt dann die Demokratie dazu. Ja, es ist also ein bisschen traurig, wie dieser amerikanische Traum, wenn man es mal so nennen will, von 1776 inzwischen vergammelt. Ja, das spielt ja keine Rolle mehr. Es ist, wenn ich das vielleicht nur ganz kurz anfügen kann, ein Satz, es ist, glaube ich, weltgeschichtlich eine interessante und extrem dynamische Angelegenheit mit Religionen, die Säkularisierung selber bejahen. Denn das ist ja in gewisser Weise, das antike Judentum und der Protestantismus sind, die, glaube ich, die beiden prominentesten Formen von Religion, die etwas ganz Paradoxes machen, nämlich Säkularisierung. Ja. Bejahen und sagen, es gibt keinen Tag in der Woche, den wir auszeichnen, jedenfalls die Protestanten, ja. Keine Bilder, keine Pfarrer, keine Riten, und im Grunde genommen tut eure Arbeit und den Rest müsst ihr mit eurem Gott ausmachen, der dann eine Tendenz hat, so ein schweigender Gott zu sein und nicht erreichbar zu sein. Also, weil das öffnet dann in einer Welt, die eigentlich religiös ist, in der man eigentlich sagen muss, alles, was es gibt, steht unter einem Religionsvorbehalt oder einer, dass das letzte Wort darüber eigentlich die Religion ist, dann Dinge auf einmal freigegeben werden. Ja. Dass man einfach sagt, nein, dazu sagen wir gar nichts. Dazu, und das eröffnet dann diese, ja, zum Beispiel eine gewisse Wirtschaftsdynamik, wenn man dann einfach Zinsen nehmen darf, auch wenn in irgendwelchen heiligen Texten steht, man dürfe es nicht. Ja, das hat man dann den Juden erstmal überlassen, ja. Eine Frage hier? Ja, ich kann mich natürlich nicht auf Ihrem theoretischen Niveau bewegen, aber Sie haben gesagt, oder ich habe in dem Vortrag das so mitbekommen, dass Europa auf vielfältigen und widersprüchlichen Wurzeln beruht. Was bedeutet das jetzt für das neue oder für das gemeinsame Europa, diese widersprüchlichen und vielfältigen Wurzeln? Ja, das bedeutet doch zum Beispiel, dass die Einheit, die Europa anstrebt, auf keinen Fall als eine, also auf keinen Fall zu intensiv konzipiert werden darf. Das wird immer eine Einheit der Vielfalt sein. Es wird immer Widersprüche und Diskurs und in einer intensiven, aber nicht destruktiven Weise
implizieren müssen. Also ich meine, ich bin ja kein Politiker, aber ich könnte mir vorstellen, dass Europa Widerstand entwickelt gegen gewisse gefährliche Konsequenzen, zum Beispiel der Apokalyptik. Also, dass in Europa solche intensiv theologisch, geschichtstheologischen Ideen ja nicht wirklich durchschlagen können. All das geht den Bach runter, ja, oder es kommt gar nicht mehr darauf an, die Welt geht sowieso bald unter, oder es kommt nur darauf an, auf der richtigen Seite zu stehen und die Feinde Gottes zu vernichten. Und, wir sehen es ja, also im Osten und Westen, im Westen sehen wir es, wie anfällig Amerika für evangelikale Ideen, die sind ja auch apokalyptisch, ja, ist. Und im Osten natürlich der Islam. Also das, diese Art von Anfälligkeit, da hat Europa aufgrund dieser vielfältigen Wurzeln und Strömungen, die sich auch irgendwo widersprechen, doch so ein gewisses Immunsystem, hoffen wir mal, entwickelt. Und, das man stärken. Die griechische Kultur, die griechische Philosophie ist ja heute noch sehr präsent, ja, bis hin in Lebenshilfe, Ratgebern und Management-Büchern und alles Mögliche. Mich würde mal interessieren, was gibt es, ja, was wir von den Ägyptern lernen können? Jetzt aber. Die entscheidende Frage. Die Frage des Abends. Ja, was wir von den Ägyptern lernen können, ist, sagen wir mal, Gemeinsinn. Dass man immer mit allem, was man tut und sagt und denkt, an das Ganze, den anderen das Ganze einbezieht. Also diese Idee, dass es auf alle, das wird heute unter dem Stichwort Harmoniebedürfnis ja, verhandelt. Und das scheint auch eine afrikanische Eigenheit zu sein. Das ist ein starkes Harmoniebedürfnis. Also nichts gilt, wo nicht alle einverstanden sind. Und zum Beispiel das ägyptische Gerichtssystem, ja. Ja, das funktioniert nach einem uns völlig abstrus anmutenden Prinzip. Also ein Urteil, das muss so gesprochen werden, dass beide Seiten einverstanden sind. Das heißt also auch der Schuldige muss einverstanden sein, sich abfinden und ja sagen, das ist richtig, das hätte ich nicht tun dürfen oder so. Also die ägyptische Idee des Richtens ist Schlichten. Zwei Parteien streiten sich, der Richter vereint sie. Der findet, also das ist eben so im Vertragsrecht oder im Englischen heißt das Equity. Ja, das gibt es ja bei uns auch. Also ein großer Bereich der Rechtsprechung läuft darauf hinaus, dass es gar nicht zum Prozess kommt, sondern dass die Parteien sich vorher einigen. Und das ist das ägyptische Ideal der Rechtsprechung. Das haben wir natürlich nicht von den Ägyptern gelernt, aber das hätte man von ihnen lernen können. Also die ägyptische Ethik, die beruht auf dem Gegensatz zwischen Gemeinsinn und Egoismus. Also Egoismus ist des Teufels. Ja, das ist absolut böse. Der ägyptische Begriff wäre so wörtlich übersetzt so was wie gierherzig. Und das heißt, dass man ein Herz hat, ein Bewusstsein, was gierig ist nach anderen. Also griechisch heißt es Pleonexia, das ist nun nicht so teuflisch, aber der ägyptische Begriff ist absolut negativ besetzt. Sagen wir, was sich daraus ergibt an Verhaltensregeln, ist schon sehr nachahmenswert. Also diese Regeln eben, Verhaltensregeln des Gemeinsinns. Das darf man natürlich jetzt auch nicht
das ist in unserer Welt, die nun ganz auf den Idealen des Individualismus gegründet ist, ja, die Sakralisierung der Person, wie Joas das nennt, da klingt das ein bisschen exotisch. Und wir in Deutschland sind natürlich besonders allergisch, wie wir mal gelernt haben, du bist nichts, dein Volk ist alles. Das darf man damit nicht verwechseln. Ja? Also man darf nicht verwechseln, das geht jetzt ein bisschen weiter, man darf nicht verwechseln Kollektivismus und Konnektivismus. Also Kollektivismus ist ein von oben verordneter Gemeinsinn. Das ist, du bist nichts, dein Volk ist alles. Das haben wir bei den Nazis gehört. Und Konnektivismus ist von unten gewachsen. Das ist eine Verallgemeinerung der normalen, sagen wir mal, Abhängigkeit. Jeder ist ja in eine Familie hineingeboren, in Bindungen und so weiter. Und das lernt man in Ägypten eben verallgemeinern und sich eben immer in diesen Konstellationen, ja, sehen. Das ist, also Konnektivismus ist was anderes als Kollektivismus, und das ist der, sagen wir, das Prinzip einer ägyptischen Ethik, also Verhaltenslehre. Da kann man manches lernen, aber das haben wir auch aus der Bibel gelernt. Vieles davon ist in die Tora eingegangen, in die Bibel. Auch natürlich ins Christentum, in Matthäus 25, wo das steht, diese Lehren der Barmherzigkeit. Das kommt alles von daher. Soll ich mir Ägypten gewaltfrei vorstellen? Nein, leider. Also ich will jetzt nicht die Stimmung verderben. Leider, nein. Also gewaltfreie Gesellschaften gibt es wohl nicht. Und die alten Ägypter waren auch nicht gewaltfrei. Hier ist also vieles davon Wunschdenken. Das steht in den Texten. Die sind wunderschön. Aber da gibt es jetzt also sehr viel anthropologische Forschung. Da hat man Friedhöfe, man hat Skelette ausgegraben, hat sie untersucht und hat festgestellt, dass es ein alarmierendes Element an sozialer Gewalt gegeben haben muss. Einerseits häusliche Gewalt, also Eltern haben ihre Kinder, Männer haben ihre Frauen geschlagen, und sozialer Gewalt, Vorgesetzte haben ihre Untergebenen geschlagen. Das kann man an Skeletten nachweisen, dass in den Wunden, die sind verheilt, an denen sind die nicht gestorben. Aber wie haben sie die denn empfangen? Im Krieg waren sie nicht. Also ja, aufgrund dieser neuen Daten muss ich leider sagen, da haben wir so einen Widerspruch, ja, zwischen den anthropologischen Befunden und den schönen Texten. Ja, noch eine letzte Frage. Dann traue ich mich jetzt doch. Ich habe mit großer Bewunderung und Ehrfurcht Ihre große Herleitung der Ideen und der Mentalitäten gehört. Und ich fand schön Ihren Satz, mit dem Sie im Grunde genommen dann zu dem Ergebnis kamen, die Widersprüchlichkeit, das Aufeinandertreffen dieser verschiedenen Linien in Europa hat ein Immunsystem gegen die Großsysteme sozusagen geschaffen und trainiert, sozusagen auch den Widerspruch dagegen. Wir haben heute überhaupt nicht über eine ganz andere Traditionslinie gesprochen, die unsere Gesellschaft und unsere Welt ja eher als eine große Mechanik sieht. Und all das, was Sie über die große Ideengeschichte erzählt haben, erleben wir ja hier eher kleingemahlen zu privaten Überzeugungen, sehr kleinen privaten Überzeugungen, vielleicht auch noch der ein oder anderen Blase, in der wir uns bewegen, während wir auf der anderen Seite ja eigentlich auch immer wieder davon ausgehen müssen und davon auszugehen gelernt haben, dass wir es mit den großen Systemen des Finanzsystems, der Machtsysteme eigentlich mit Mechaniken zu tun haben, die eigentlich von der Ideengeschichte kaum noch bewegt werden. Dagegen treten jetzt die Großsysteme, der Islamismus oder die Evangelikalen an, vielleicht auch bestimmte populistische Bewegungen, die das wieder als Behauptung dagegen setzen. Aber eigentlich bin ich groß geworden in einer Denkhaltung, die die große Mechanik
von Marx und von der, vom Materialismus herkommend eher beschworen hat. Sind wir da eine kleine Insel in Europa? Sind Sie noch eine kleinere Insel in der Welt der Materialisten mit Ihrem Ansatz? Ja, wahrscheinlich. Ja. Also ich wäre der Letzte. Sie haben vollkommen recht. Diese Mechanik der Finanzströme, die längst, sagen wir mal, sowohl die Politik als auch die Ideologie, überformt, gebändigt, gerahmt hat, was immer, unterworfen hat. Also ich wäre der Letzte, das zu durchschauen. Das hat mir auch niemand klar gemacht. Es ist so evident, dass wir abhängig sind von dem, was Sie als Mechanismus beschreiben. Und der sehr stark eine Sache des Kapitalmarkts ist. Da müssen Sie den Thomas Piketty fragen oder solche Leute, da bin ich total überfragt. Aber ich fühle mich jetzt dadurch nicht entmutigt, trotzdem so meine ideengeschichtliche Wurzelbehandlung zu betreiben. In der Hoffnung, es könnte irgendwie doch, wenn nicht helfen, dann zumindest ja, unterhalten. Ja, aber Sie haben ganz recht. Also, ich weiß nicht, was Sie dazu sagen. Sie stehen da ja doch diesen Dingen sehr viel näher als ich. Ja, es gab einen französischen Schriftsteller, Charles Péguy, der hat 1905 oder 1907 einen ganz kleinen Aufsatz geschrieben, L'argent, das Geld. Der Titel täuscht ein bisschen, es geht eigentlich um Schullehrerausbildung in Frankreich. Aber er sagt in diesem Aufsatz, in dem er sich damit beschäftigt, dass diese Welt, die Sie jetzt als Welt der Mechanik bezeichnet haben, so sich die Welt geworden ist, ja, sagt er den merkwürdigen Satz, die Welt hat sich seit 1880 stärker verändert als in den vorhergehenden 2000 Jahren. Darüber würde ich nachdenken, anhand Ihrer Frage, ob er recht hat oder nicht. Also ob wir sagen können, wir haben eine Welt, in der diese Ideen und die Religion so einen starken Bezug, in dem wir so eine politisch-theologische Welt hatten, ja, mit unterschiedlichen Politiken und unterschiedlichen Theologien, aber eine Welt, die noch nicht mechanisch war, in der noch nicht die Dinge den Ideen sozusagen davongelaufen sind und die gar nicht mehr erreichbar sind durch Ideen. Ich meine, wir würden ja vielleicht sagen, wenn man sagt, das 19. Jahrhundert, wenn man jetzt nicht an sein Datum 1880 hängt, sondern einfach das 19. Jahrhundert ist der Epochenschwelle, dann würden wir sagen, wir haben ja was anderes dafür bekommen. Das ist vielleicht nicht letztlich befriedigend und kann nicht alle Funktionen von Religion oder solchen Weltbildern erfüllen, aber was wir ja bekommen haben, ist die Wissenschaft. Wir haben ja etwas bekommen, was es in den 2000 Jahren vorher nur sehr eingeschränkt gab. Es gab vielleicht Wissenschaftler, aber die Wissenschaft gab es mit Sicherheit nicht. Und das ist vielleicht kein Trost, oder man mag sagen, ja, die Erkenntnis erfüllt jetzt nicht alle Funktionen, die vorher der Glaube hatte oder das Weltbild oder wie man das nennen soll. Aber es ist auch nicht nichts, das wäre vielleicht meine Antwort, es ist auch nicht nichts, weil das Interessante ist ja, hier sitzt ja ein Wissenschaftler. Das ist ja kein Pfarrer, wenn ich das nochmal... Auch wenn es vielleicht ein ägyptischer Priester ist, das weiß ich nicht genau. Vielleicht... Danke, ich glaube, das war ein sehr gelungenes Schlusswort von Jürgen Kaube. Ich danke Ihnen für Ihre Präsenz, für Ihre Fragen. Aber natürlich gilt der größte Dank heute Abend Jan Assmann, der uns ein Licht aufgesteckt hat. Vielleicht bei genauer Betrachtung, wir erinnern uns, waren es 6 Lichter. Und mit diesen 6 Lichtern können wir, glaube ich, beruhigt nach Hause gehen. Wir haben mehr erfahren, als wir gehofft haben. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Kommen, für Ihre Wachheit, für Ihre Fragen.
darf aber jetzt noch darauf hinweisen, dass am 4. März das Café Europa weitergeht mit Stefan Thome, einem Sinologen und Romancier, der mit dem Gott der Barbaren einen Roman geschrieben hat, der genau die Konfrontation zwischen Europa und China zum Thema hat und der berichten wird über das Bild Chinas von Europa. Begleitet wird er von Volker Stanzel, dem langjährigen Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Peking. Ja, ich denke, wir sehen uns wieder. Ich danke an das Podium. Herzlichen Applaus.